Er sorgt für einen der klassischen Zielkonflikte der Sicherheit, der Fluchtweg. Ein Fluchtweg soll im Notfall ungehindert ins Freie führen, während Rettungskräfte ungehindert ins Gebäude rein müssen. Diebe sollen nicht einfach so verschwinden und Einbrecher schon gar nicht erst ins Gebäude rein können. Ein Fluchtwegsicherungssystem muss also eine Art Chamäleon sein, das mal die Weste des Evakuierungshelfers tragen kann, im Brandfall beispielsweise auch den Helm des Feuerwehrmanns und hinsichtlich Diebe und Einbrecher die Kluft eines Türstehers trägt. Es soll außerdem möglichst anpassbar sein. Das heißt, je nach benötigten Funktionen eines Systems soll es für das kleine, mittlere oder große Budget erhältlich sein. Oft wird es in der Praxis aber noch komplizierter, zum Beispiel an einem Flughafen. Hier sind meistens mehrere Fluchtwegtüren hintereinander zu passieren und die sollen alle individuell steuerbar sein. Oder im Krankenhaus. Die Schleusentüren zum Operationssaal dürfen wegen der Dekontamination nie gleichzeitig offen sein. Oder in einem Kindergarten mit vielen Schutzbefohlenen. Hier wird es noch komplizierter, denn Schutzbefohlene müssen im Notfall natürlich ebenfalls ungehindert raus, aber dürfen nicht einfach so unbemerkt verschwinden. Rettungskräfte müssen rein können, Unbefugte dürfen das nicht und die Eltern, die dürfen das eigentlich am liebsten auch nur zu den Bring- und Abholzeiten. Ein Chamäleon kann das natürlich nicht sicherstellen. Stecken Sie deswegen nun aber nicht den Kopf in den Sand, denn es gibt passende Technologien. Mehr dazu erzählen wir Ihnen gerne in unserem Artikel.